Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You'll Return und wir sind auf dem Weg zu Lea. Lea wollen wir finden, die ist ja verschwunden. Vor ein paar Folgen hatten sie ja erstmal Richtung Kimburg dann nach hinten geschickt, um ihre Puppe zu holen. Die haben wir mittlerweile in unserem Inventar. Wir können hier mal ganz kurz nachgucken, da ist sie auch schon. Das ist das Püppchen, die Beine und die Arme alle richtig angeordnet. Jetzt fehlt eben nur noch die kleine Lea und die ist anscheinend irgendwo hier drüben zu finden bei Kti. Boas Eiche, auch da waren wir ja schon vor kurzem einmal, haben uns ein bisschen umgeguckt, wir waren noch nicht direkt bei der Eiche, aber ich würde mal behaupten, das werden wir früher oder später noch kennenlernen und diesen Ort auch noch aufdecken. Wir müssen mal gucken, was ist das hier? Achso, die Fußspuren, stimmt, ja, haben wir ja schon entdeckt, stimmt. Ich habe gerade den Start der neuen Aufnahmesession, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir schon waren und wo wir noch hingehen müssen. Ich sehe, wir haben hier die Zeichnungen, ich vermute mal, wir müssen diesen Zeichnungen folgen. Uiuiui, das sieht aus wie dieser Krusselstein. Machen wir auch. Ich würde aber ganz gerne natürlich auch die Sammelobjekte mitnehmen, die wir hier noch kriegen können. Und da gibt es tatsächlich noch ganz schön viele, die hier rumliegen. Unter anderem bei dieser Fuchszeichnung. Da habe ich mir nämlich notiert, wir müssen bei der Fuchszeichnung einmal nach links gehen. Und anscheinend geht es da oben weiter. Da sehen wir nämlich schon die nächste Zeichnung. Ein Mädchen oder ein Gesicht oder sowas. Das Mädchen ist, glaube ich, das hier. Ich denke also, Lea wird nicht unbedingt weit weg sein. Statt Lea war ja nämlich die alte Oma dort beim Lagerfeuer, hat uns die Glasig gegeben, diesen Trank, den wir mittlerweile doch schon des Öfteren benutzt haben. Und der uns auch schon eine neue Tagebuchseite im Tagebuch von unserer Tochter, von Stella, freigeschalten hat. Da ist übrigens das Papierchen. Das heißt, wir sind mittlerweile endlich, und das hat lange gedauert, in der Lage, diese, wie nennt man das denn eigentlich? Ihr wisst schon, diese, ich sag jetzt mal, durchsichtigen, bisschen verwirrenden Fragmente alter Gespräche, die wir ja hin und wieder hier finden können, zu entschlüsseln. Wir sind endlich so weit im Spiel, dass wir diese Fragmente endlich entschlüsseln können und dementsprechend dann auch ein bisschen was im Tagebuch aufdecken können. Ich guck nochmal ganz kurz, ob wir hier was finden, aber das ist nur eine kleine Höhle. Und das hier sieht wie ein super schöner See aus. Aber wir wissen ja mittlerweile, wir sind ja schon seit längerem hier im Spiel. Der Schein trügt. Und nur weil es hier schön aussieht, heißt es nicht, dass es auch schön ist. Waschen wir uns mal kurz die Hände, sind eh schon wieder saudreckig. Und guck mal, wie kaputt die schon sind. Überall haben wir irgendwelche, wie sagt man denn eigentlich, Wunden sind es ja nicht unbedingt. Irgendwelche Einritzungen oder sowas. Wisst schon, was ich meine. Von den zahlreichen Schnitten, die wir uns mittlerweile schon zugezogen haben. Das sieht übrigens aus mit den Stämmen hier unten, als ob die den Stein stützen würden. Aber ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch irgendein Ritualstein oder sowas. Nachdem ja hier ein paar kleine aufeinander gestapelt sind und oben ist ein großer. Wir haben ja im kleinen Format das schon mal gesehen, dass die Steine eben unten mit einem großen angefangen und dann eben immer wieder kleine werdende Steine oben drüber gestapelt wurden. Das ist ja in vielen Spielen der Fall, dass man das als Deko-Objekt sehen kann. Was es bedeutet, ich habe keine Ahnung. Und das ist vielleicht auch so eine Form. Denn da oben wächst sogar was raus. Guck mal. Interessant auf jeden Fall. Wir kommen aber leider nicht rauf. So, gucken wir mal. Da sind wir wieder. Da ist das Mädchen. Da vorne ist dann der Fuchs. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier entlang. Ich vermute mal, unser Ziel wird sein, den Kreiden zu folgen. Noch mehr Fußspuren, die hier lang führen. Alles klar. Brauchen wir das? Erdburzeldorn brauchen wir nicht. Alles klar. Bevor wir hier lang gehen, wir gehen erstmal nach links, denn auch da hinten finden wir noch ein weiteres Sammelobjekt. Es gibt ja hier, wie gesagt, im Spiel ganz schön viele Sammelobjekte. Insgesamt über 200. Also hier gibt es tatsächlich überall an jedem Eck und an jedem Ende irgendwas zu sammeln. Und ich würde natürlich gerne, auch wenn wir es vielleicht nicht schaffen, alle Sammelobjekte zu schnappen, aber mir definitiv mal den Großteil hier mitnehmen. Abgesehen natürlich von den Zuckerpapieren, also von den, Entschuldigung, von den Bonbonpapierchen, denn die bringen uns natürlich storymäßig überhaupt nicht weiter. Aber die Dokumente und die Orte und so weiter und so fort, die QR-Codes, falls man den Ort eben auch im Real Life hier besuchen will, denn viele der Orte, die wir hier im Spiel kennenlernen, gibt es tatsächlich im echten Leben. Und mit dem Scan des QR-Codes kann man diesen Ort auch im echten Leben auf einer Karte finden. Würde ich natürlich gerne alles mitnehmen. Die Papierchen, ja, ist ein nettes Gimmick dazwischen. Wir haben mittlerweile auch schon, wie viele? 40 circa? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, wo sind wir denn hier? Inventarobjekte? Nee, Tagebuch, da sind wir richtig. Bei den Notes in unser Tagebuch müssen wir nämlich. Und bei den Sammelobjekten.
48. Also wir haben fast die Hälfte mittlerweile schon. Und das ist schon eine ganze Menge. Wir haben fast die Hälfte mittlerweile schon. So, das andere sitzt da hinten, alles klar. Und ich vermute mal, es wird hier möglicherweise sogar mehr Papierchen geben, als wir eigentlich sammeln können. Vielleicht gibt es ja 120. Und wir brauchen aber eigentlich nur 100. Vielleicht dient das alles nur einer Errungenschaft. Ich weiß es nicht. Wir sammeln auf jeden Fall mal all das, was wir hier kriegen können von den Sammelobjekten, die uns das Spiel liefern. Also zum Beispiel die Gitarrensongs, zum Beispiel die Dokumente, die mir persönlich am wichtigsten sind, weil wir da eben immer wieder ein bisschen was über die Story noch rausfinden können, was uns sonst möglicherweise verborgen bleiben würde. Und natürlich auch zum Beispiel die Abzeichen von den Pfadfindern sammle ich auch gerne, weil das auch ziemlich einfach ist. Da müssen wir nichts großartig tun. Die Papierchen natürlich auch. Also die Orte haben wir gerade eben schon besprochen. Na nü? Also es gibt hier ziemlich viel, was man mitnehmen kann. Hey Dan, anything new in your end? Yeah, I found that doll for Leah. Who's Leah? The little girl I told you about. I'm absolutely sure she knows something about Stella. How so? Well, she forced me to go to this place. It seemed to be connected to my past. I just can't remember how. So I brought her the doll, and then she ran off and vanished. Well, maybe she just went home. With all the dark stories about these woods, little girls are not usually allowed to be here alone. I don't think she has an actual home. Well, anyway, I called you because I need to know something. Sure. What is it? Was there someone called Alexander at one of your camps? Well, over the years, there were a lot of kids. No, I don't mean any kid. He would be someone special to you, or Stella, maybe to both of you. Now that I think about it, the name seems familiar, but I'm damned if I can remember why. Come on, try to remember. Damn it. I feel like my memory's going to hell. I should remember all these things. Okay, so if you manage to remember anything, let me know. It could be very important. Will do. And how are you holding up? I feel guilty that you're spending so much time helping me. I'll be gone when I need to. Anyway, this is very intriguing. Thank you, Elle. You have no idea how much I appreciate this. Don't worry about it. There is something in it for me as well. Tja, und wir wissen natürlich, dieser Alexander, den kennen wir. Ich bin übrigens gerade ein bisschen hier am Rumspazieren und ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, denn ich suche die Mädchenzeichnung und ich habe eigentlich das hier als Mädchenzeichnung gesehen und habe mir hier notiert, Mädchenzeichnung rechts. Aber das wäre dann da hinten, dann links halten und hinunter. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich gehe mal dort weiterhin, wo uns das Spiel hinschicken möchte. Und das ist hier, vielleicht ist das ja auch die Mädchenzeichnung, wobei das ist eigentlich die Gesichtszeichnung, ich weiß es gar nicht. Ich gehe einfach mal weiter und wir gucken mal. Was würde man denn da finden? Gitarrensong? Ist das hier tatsächlich? Finden wir hier tatsächlich noch eine weitere Zeichnung? Ich weiß es gar nicht. Und dann ein Alexander? Wenn sie das mittlerweile schon rausgefunden hat, denn Eleonora, unsere neu gewonnene Freundin, wobei ich immer noch nicht genau weiß, ob wir der vertrauen können, führt ja ihre eigenen Ermittlungen, sage ich jetzt mal. Und hat da eben auch schon ein bisschen was herausgefunden. Sie hat uns nach einem zweiten Lager beispielsweise gefragt. Und eben jetzt auch nach dem Alexander. Und den kennen wir. Denn von einem Alexander haben wir mittlerweile schon ein bisschen was gehört mit der Klarsicht, nämlich mit dem neuen Trank, den wir von der Oma geschenkt bekommen haben, beziehungsweise das Rezept dafür. Damit wir eben diese Dinge, die uns bis jetzt verborgen geblieben sind, auch entschlüsseln können. Und da hat sie unsere Tochter Stella, die mittlerweile schon ein bisschen erwachsener geklungen hat, mit einem Alexander herumgetrieben. Und das war aber anscheinend keiner der Kids im Pfadfinderlager, sondern möglicherweise einer der Angestellten. Ah, da ist die Mädchenzeichnung, alles klar. Jetzt habe ich es rausgefunden. Okay, die brauche ich nämlich. Und wir müssen hier nach rechts gehen. Ich vermute mal, hier geht's weiter. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir sehen zwar keine Fußspuren, aber die Zeichnung führt uns hier lang. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Genau. Ob die uns da möglicherweise in die Irre führen möchte? Mit diesen Zeichnungen hier. Ich weiß ja nicht, wo uns die hinlocken möchte. Vielleicht ja zur Eiche. Und das wird dann wohl die sein, würde ich jetzt mal behaupten. Mal kurz auf der Karte gucken. Das ist definitiv die hier.
Wir sind direkt bei Tibors Eiche. Das ist sie. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Wenn du mich fragst. Sieht ein bisschen mitgenommen und ein bisschen gruselig aus, wenn du mich fragst. Und wie das Wasser da runter plätschert. Guck dir das mal an. Interessant übrigens, dass dieses Wasser auch hier lang fließt. Und dieses Wasser auch hier lang fließt. Wo trifft sich das denn? Oder wo fließt das denn ab? Denn normalerweise würde man ja mutmaßen, das fließt hier runter und dann hier irgendwie lang. Oder ist dann da noch ein größerer Fluss? Ich weiß es gar nicht. Oder sind wir mittlerweile, was natürlich immer wieder der Fall sein kann, schon wieder so weit gekommen, dass wir die Zwischenwelt bald betreten werden. Diese andere Welt, in der wir uns ja schon mittlerweile doch des Öfteren aufgehalten haben. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Gibt's hier auch was? So, ich glaube, die Pflanzen können wir jetzt mal wieder ruhig außer Acht lassen. Ah, da würden wir hier hinkommen. Okay. Haben wir zwar einen schönen Ausblick auf das Ganze, aber das bringt uns genau gar nichts. Das ist auch irgendwie so ein Quellursprung. Alles klar. Das bringt uns eigentlich nicht wirklich weiter. Wir müssen hier lang. Da ist die Mädchenzeichnung. Hier geht's weiter. Da wird's auch noch irgendwo hingehen. Ich bin ja immer gerne am Looten, was man hier so alles finden kann. Und natürlich auch, wenn ich weiß, dass wir da oben keine Sammelobjekte finden werden, bin ich mal gerne hier in der Umgebung und schaue mich ein bisschen um, was man hier eben alles so finden kann. Und ich glaube, mittlerweile haben wir es geschafft. Und wir sind bei Tibors Eiche. Da haben wir sie. Neuen Standort entdeckt. Und das ist Tibors Eiche, die anscheinend schon ein bisschen was erlebt hat in ihrem Leben. Und auch ein bisschen deformiert aussieht, wenn du mich fragst. Und jetzt würde ich mal sehr interessieren, wo dieses Wasser hier hinfließt. Wir könnten uns nochmal die Hände waschen. Okay, anscheinend fließt das alles in der Höhle hier hinein, denn der Bach, man sieht's, der kommt von oben hinunter. Boah, wie wunderschön das hier aussieht mit dem Wasser. Ich bin wirklich verliebt in die Grafik. Und hier kommt das Wasser auch hinunter. Ich bin wirklich verliebt in die Grafik. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, liebe Freunde. Das Spiel sieht einfach hammergeil aus. Ich weiß dann nicht, auf welcher Engine das basiert. Aber das ist einfach ein Augenschmaus. Ich kann es gar nicht anders sagen. Cool, cool, cool. So, da vorne sehen wir die nächsten Zeichnungen und da vorne sehen wir auch Lea. Guck mal, da sitzt sie. Da sitzt sie am Stein. Da haben wir sie endlich. Hier ist Lea. Oh. Und hier tropft's. Aus Ktibors Eiche. Was ist das denn hier oben? Sind das auch kleine Puppen? Ich meine, das hier ist ziemlich selbsterklärend, was das darstellen soll. Das ist nämlich genau dieses schwarze Gift, mit dem wir auch schon mal infiziert wurden. Ich gehe mal ganz kurz hier in das Journal rein, in die Kräuterkunde. Da sehen wir es nämlich. Die Reinigung ist das. Mit dem schwarzen Ichor. Oder Ichor oder wie auch immer. Genau das ist das nämlich. Diese schwarze, klebrige, schleimige Substanz, mit der wir auch schon mal infiziert waren. So haben wir nämlich die Kräuterkunde damals gelernt. Da haben wir uns einen Reinigungstrank, einen Heilungstrank gecraftet. Und genau das ist diese klebrige schwarze Substanz, die hier gerade runter tropft. Das heißt, die gesamte Eiche ist mit diesen Dingen infiziert und sieht wahrscheinlich genau deswegen so aus. Man weiß ja, der Baum kann bluten. Aber das hier ist definitiv nicht ein Baumbluten, sondern das hat definitiv was mit der Nebenwelt zu tun. So viel ist schon mal klar. Und man sieht ja auch, an dem ganzen Baum hängt eben nicht nur der Ast, sondern noch ziemlich viel anderes Zeug rum. Wie zum Beispiel das hier, was sich über den gesamten Baum windet und hier nach unten kommt. Und so wie es aussieht, sind das hier Gedärme oder sonst irgendwas. Wir sehen ziemlich viel Blut. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Sieht nicht nach einem Tier aus oder sowas, aber definitiv auch nach nichts Menschlichem, wenn du mich fragst. Tja, und das ist Tibors Eiche, liebe Freunde. Und ich glaube tatsächlich, das Ding, was wir da oben sehen, ist die Puppe. Die sieht nämlich genauso aus im kleinen Format wie die, die wir in unserem Inventar haben. Eieieiei. Na gut, vielleicht erfahren wir ja da noch ein bisschen was darüber. Die Wälder von Kribi und Ktibors Eiche. Die Wälder von Kribi sind sehr dicht bewachsen. Am häufigsten finden sich dort Buchen- und Mischwälder, die zu den stabilsten Ökosphären der gesamten Tschechischen Republik zählen. Ktibors Eiche ist eine Traubeneiche, eine Quercus patrea, die unterhalb der Ruinen von Schloss Trilki zu finden ist.
Dieser Baum wurde wahrscheinlich nach Tibor von Kimburg benannt, der die Anwesen Kimburg und Strelgi bis ins Jahr 1358 zu seinem Besitz zählte. Die Eiche ist über 500 Jahre alt, wurde allerdings beschädigt. Manche sagen, dass dies durch ein paar Jungen geschah, die Eulen in den Astlöchern ausräuchern wollten und dadurch einen Brand entfachten. Einer örtlichen Legende zufolge waren jedoch übernatürliche Kräfte am Werk, die aus der mysteriösen Höhle unterhalb des Baumes stammen. Und ganz ehrlich, das könnte theoretisch auch eine Erklärung sein, warum der Baum nämlich genau so jetzt aussieht. Denn das hier ist ein Baum. Aber das ist nur das Grundgerüst des Baums. Denn all das, was um den Baum geschlungen ist und diese Spritzer, die hier immer wieder nach unten tropfen und die Puppen, die da hängen, das hat nichts mehr mit dem Baum zu tun. Krass. Krass, 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 krass. So, da hinten kommen wir sowieso nicht weiter. Ganz ehrlich, ich glaube, dem Baum würde es besser gehen, wenn wir den einfach fällen würden. Aber der ist so stabil. Guck mal, der steht hier nicht seit gestern. Der hat schon viele Ringe, wenn wir den abfällen würden. Da könnten wir einiges rausfinden. Und hier haben wir sie. Ich glaube, der gehört gefällt. Dann wird es ihm, glaube ich, auch besser gehen. Denn das hier, das kann nicht gut enden. Wenn das schon so anfängt, dann kann das nicht gut enden. Ich biege mal ganz kurz hier ab, die weint gerade. Ich biege mal ganz kurz hier ab, ich möchte mal ganz kurz gucken, wo wir da nach hinten hinkommen. Da findet man nur Süßholz und hier ist sowieso Ende im Gelände. Alles klar. Da geht's nicht weiter. Da war mal ein Weg, irgendwo anders hin, da geht's nicht weiter. Okay. Und hier vermutlich genauso wenig. Das ist nur eine kleine Rundung, da würden wir dann schon zum Schluss wieder da hinten hinkommen. Ah, da sieht man auch, guck mal, das ganze Erdreich, die Wurzeln von all den Bäumen und Sträuchern, die da oben sind. Und mittendrin Ktibors Eiche mit Blut und irgendwelchen komischen Ranken, die den gesamten Baum umgeben. Und die sich sogar noch gruselig bewegen. Guck mal da oben. Wie sich die Äste hier im Wind bewegen. Die stabilen Äste, die eigentlich nur da so hängen sollten, bewegen sich wie, wenn die Spinnen hier oben schon wieder auf uns warten würden. Also definitiv extrem gruselig und extrem ekelhaft. Und ich glaube, wir sollten schauen, dass wir hier schnellstmöglich wegkommen. Is this how you keep your promise? I'm running around, doing you favors, like a complete idiot. And you can't even wait for me a few damn minutes in a safe place. You know what? Keep your stupid doll. I'm done with you. Leah, please, come back. I'm sorry I yelled at you. I was just so afraid the beast got you. Oh, shit. I have to catch her before she gets hurt. Scheiße, 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 scheiße. Wir sind hier bei Ktibors Eiche. Das ist der Weg, der uns zurückführt. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir jetzt nachlaufen, wir müssen hier nachlaufen, wir können hier nicht nach unten hinten gucken, alles klar, wir müssen also irgendwann mal später hier noch her und ich würde gerne mal gucken, was wir da hinten so finden können, aber jetzt geht es darum, Leah zu finden, beziehungsweise die zu verfolgen, denn das alles war sonst sinnlos. Leah, wait! Wir waren bei Kimburg, wir waren im Hause des Biests, mussten dort gegen das Biest theoretisch sogar kämpfen. Und das alles war sinnlos, wenn sie uns jetzt hier entwischt, denn sie hat Infos über Stella, die wir dringend brauchen. Da ist sie. Und wir müssen die kriegen. Die ist schnell. Die ist irrsinnig schnell. Ich weiß übrigens nicht, ob wir das alles hätten vorher auch schon sehen können, wo wir hier gerade langlaufen. Wo ist sie? Where did she disappear to? Hier nach hinten? Leah, wo bist du? Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin, sag mal? Hinabsteigen. Kann ja nur noch hier unten gesprungen sein. Leah, wo bist du denn? Mann, wir haben schon ein bisschen harsch mit ihr geredet, das muss man schon sagen. Aber die hat uns halt auch ordentlich in Gefahr gebracht und wir haben gesagt, wir treffen uns dort, wo wir uns verabredet haben. Und was passiert? Wir finden sie bei irgendeiner gruseligen Eiche wieder. Und dann läuft sie auch noch weg. Eieieiei. Achtung, Achtung, Achtung. Da runterpurzeln wäre definitiv keine Option für uns. Wo sind wir denn hier, sag mal? Ich habe das Gefühl,
Ich habe das Gefühl, wir sind hier bald wieder in der anderen Welt unterwegs, denn das hier sind diese Blair Witch-Symbole, diese Hexensymbole, die wir da vorne wieder erkennen können. Und wir gehen erstmal hier lang und holen uns dieses Papierchen, das da oben rumliegt. Einmal zack. Dann hätten wir das schon mal mitgenommen. Und dann gucken wir mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Denn das hier, das kennen wir. Das haben wir nicht das erste Mal gesehen und da hinten sieht es noch ein bisschen gruseliger aus, wenn du mich fragst. Hier geht es sowieso nicht weiter, da versperrt uns der Baum den Weg und da hinten geht es auch nicht entlang. Das heißt, wir müssen hier durch. Eieieiei. Hinab in die finstere Höhle. Oh jemini. Und mittlerweile ist es, so wie es aussieht, draußen Nacht geworden. Sieht ein bisschen aus, wie wenn da Menschen warten würden, die keine Haut mehr haben, sondern nur noch aus Gedärmen bestehen und aus Gewebefasern. Aber wahrscheinlich sind auch das nur irgendwelche Totems oder irgendwelche, ich sag jetzt mal Vogelscheuchen, irgendwas, das einem Angst einjagen soll. Aber mittlerweile sind wir ja einiges gewöhnt hier im Spiel. So schnell wird uns dann nichts mehr Angst einjagen. Aber gut, wer weiß, was da noch kommt. Und es ist stockfinster da draußen. Uiuiui, dass Lia hier langgelaufen ist, liebe Freunde, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das irgendwie sein kann. Aber es gab doch keinen anderen Weg, wir mussten hier lang. Alle anderen Wege waren versperrt. Ach du Scheiße. Und wir sind mittlerweile definitiv nicht mehr in unserer Welt. So viel ist schon mal klar. Wir sind mal wieder in der Zwischenwelt unterwegs. Ist das Lia? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, da haben wir wieder so ein Herz rumstehen. Neuer Standort entdeckt. Die Lichtung. Ah. Und man sieht es immer wieder, wenn man die Karte öffnet. Und genau das hier vorfindet, nämlich keine Karte, sondern nur das da, dann sind wir nicht mehr in unserer Welt. Aber gut, da brauche ich keine Karte dafür, das kann man relativ gut erkennen. Ich mache mal die Lampe weg, denn es kann natürlich auch hier wieder sein, dass die Nebelkinder auf uns warten, die Feinde, die immer wieder in dieser anderen Welt auf uns lauern. Müssen wir da vorne lang oder müssen wir da unten lang? Ich weiß es gar nicht. I need to get to her and fast. Help me, I want to get out, hat sie gerade gesagt. Ich will hier raus. Und die Oma treibt sich hier auch rum. Was macht die denn da? Und auch noch so auffällig. Die läuft direkt in die Arme der Nebelkinder. Scheiße. Alter Falter. Maybe she actually came to help Lia. Alter Falter, es ist die Oma vom Lagerfeuer. Die Oma, die uns den Trank für die Klarsicht gegeben hat. Help me. I want to get out. Und die leben mittlerweile wieder. Und selbst die Oma Tja, so viel dazu. Und da sind sie auch schon wieder kaputt. Ah, die sind nicht kaputt. Help me. Die sind nicht kaputt. Die haben sich nur zu den Spinnen verwandelt. Zu den Spinnen, die uns mittlerweile auch schon einige Male aufgelauert sind. Uiuiui, und die Oma treibt sie sogar hier in der Lichtung herum. Ich komme gleich, meine Liebe. Die Oma treibt sich hier an der Lichtung in dieser anderen Welt herum. Das heißt, die Oma weiß viel, viel mehr, als sie uns bis jetzt preisgegeben hat. Wir sind in irgendeiner anderen Welt, die wir mittlerweile doch schon ein paar Mal betreten haben. Und auch die Oma weiß anscheinend, wie man hier rein und wieder rauskommt. Ich hoffe nur, sie hat das irgendwie überlebt, denn anscheinend hat sie ja ein paar Fähigkeiten, um gegen diese Nebelkinder, die sich natürlich einerseits in der Form wiederfinden können oder eben in der Spinnenform, wenn sie sich verwandeln. Sie hat anscheinend Mittel und Wege, um gegen diese Nebelkinder anzukommen. Die Frage ist nur, hat sie es jetzt hier rausgeschafft lebendig
oder eben nicht. Ich würde sagen, das finden wir raus in den nächsten Runden hier bei Someday You'll Return. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier in der Zwischenwelt, Nebenwelt, andere Welt, Lichtung, wie auch immer man das nennen mag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Morgen geht's weiter und dann gucken wir mal, dass wir erstens wir hier rauskommen und zweitens, dass wir Lea hier rausbekommen und drittens, dass wir möglicherweise irgendetwas finden über die Oma, irgendein Lebenszeichen, denn die hat uns einmal geholfen und nachdem die mittlerweile doch schon, ich würde jetzt mal sagen, einige Jahrzehnte hier diesen Wald kennengelernt hat, wird uns die bestimmt noch ein paar Mal helfen können im weiteren Spielverlauf. Wir werden es rausfinden in den nächsten Folgen, ob wir mit der Oma nochmal Kontakt haben werden oder ob es das jetzt leider war. Bis dahin, morgen sehen wir uns wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.